Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen, der gerade versucht, so ein bisschen Fort Knox sich zu bauen. Er baut sich einfach bloß einen Block. Einen ganz billigen Block. Aber ich brauche mehr Material. Wir waren gestern schon Holz sammeln. Wie ihr seht, sind wir schon gut mit durch. Hinten muss noch rumgemacht werden. Die Seite muss ja auch noch zugemacht werden. Nicht, dass der da steht und halt Kloppen tut. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass wir das schaffen. Andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Also, munter ans Werk, Kabin. Munter ans Werk. So. Das heißt, Holz knattern. Steine knattern. Alles knattern. Nee, das klingt verkehrt. Das hört sich auch schon so schwierig an. Aber erstmal hier, zack. Alter, jetzt noch Presto-Hammer, wa? Das wäre so korrekt. Da muss alles weg. Und wie gesagt, bevor ich das Ding nicht fertig habe, unseren Kasten und den Flammenwerfer, brauchen wir ja nicht questmäßig weiter anmachen, weil, wie gesagt, dann ist das nicht bei der nächsten Horde oder bei den nächsten Giant-Besuch nämlich alles klump. Und damit meinte ich nicht Heidi. Sehr witzig. Ja, jetzt sind alles bloß kleine Bäume, aber ich glaube, das spielt kein Walzer. Was weg muss, muss weg. Was weg muss, muss weg, wollte ich sagen. Aber ich hab's verkackt. Ich hab's mal wieder verschissen. Ganz schön staturig. Ich würde mir wünschen, dass ich mir auch Statuen und dann bei uns hinstellen könnte. Dekorationstechnischerweise. Wäre das schon eine Verschönerung. Gut, dann fangen wir hier unten nochmal an, wa? Also Autos auseinanderschrauben, krieg ja Benzin, aber das ist eben halt nicht so viel. Nicht so viel. Ach so, habe ich letztes Mal, also letztes Mal habe ich schon, aber habe ich das jetzt schon erwähnt? Ich glaube mal nicht. Ich brauche auch Krähen. Also, Krähen. Aus folgendem Grund. Ich muss Sachen aufwerten und dazu brauche ich die Federn. Aber erstmal ist die Hütte dran. Ne? Oh, Benzin, ja, wie gesagt. Ich kann jeden Tropfen brauchen. Bitte die 7 auspacken. Zum Glück hält das immer ein bisschen. Gut, hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ne? Gab's nämlich gerade gesehen. Sag mal, ist das besser, wenn ich das durchgehend laufen lasse? Nee, ist das nicht. Habe ich gerade auch gesehen. Warte mal, ein paar Sekunden warten. Ich hab mir gedacht, ich kann das mit dem Baum verbinden. Die sahen nicht so verbunden aus. So, was habe ich jetzt? Ja. Ja. Ich brauche mehr. So. So sieht's Klaus und der war blind. Ist eine Tatsache. Dieser Baum. Er wird ein kaputter sein. Da sind Mutanten, also Kannibalen, Mutanten, Zombies. Alles. Hallo Sie. Ich weiß, Sie haben noch nie gespuckt, aber Sie hatten nicht vor. Ich hab's an Ihrem Gesicht gesehen. Es sah aus wie jemand. Er spuckt heute. Hey, Benzin. Benzin. Gutes Benzin. Das ist das Beste, was ich brauche auf dieser Welt. Benzin. Wunderschöne Benzin. Und wenn die ganze Welt zusammenbricht. Also, mit Benzin. Keine Ahnung. Mir war gerade danach. So.
Wie gesagt, ich brauche ja. Ich bin dumm. Gut, jetzt habe ich. Na gut, ich muss das ja auch hinten rum, wie gesagt, umbauen. Aber rein theoretisch brauche ich ja auch noch ein paar Äste. Also habe ich ja so oder so damit eingesammelt. Nee, dann ist halt gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich meinte natürlich, das war voll geplant. Also war von vornherein geplant, dass ich hier gleich Äste und Stämme gleichzeitig sammle. Also. Siehst du? Brutale Gewalt. Wird hier komplett durchgezogen. Oh, Eisen. Irgendwann mal, wenn wir die Hütte fertig haben, werde ich das Eisen nämlich brauchen in Munition. Haha. Ja. So, wie gesagt. Davon kannst du nicht genug kreieren hier. Und von Eisen. Ey, hier ist aber richtig schön Material, wa? Auf jeden Fall ist es nicht so weit, wie da oben auf dem Bergruf zu kraxeln. Aber das macht ja zum Glück keiner. Das wäre ja dumm. Wer kraxelt da auf dem Baum, auf dem Berg rum und dann ist einer zum Schluss ein Giant oder so. Und muss den dann mit Schrutze und Pistole wegballern, weil er nichts mit bei hat. Aber zum Glück wird mir sowas nie passieren, weil das wäre dumm. Gut, man könnte eine Spule kriegen. Aber ja, gut, ich würde jetzt erstmal vermuten, dass du keine Spule kriegst und deswegen würde ich sowas auch nicht machen. Da hau ich doch lieber was mit meiner bloßen Faust diese Tanne zu klumpen. Da weiß ich, dass ich Äste kriege. Und Ranken. Jawohl. Halten sich da raus. Mir ist ein Ding zwischen mir und diese Tierstrüpp. Er hat einen Arm verloren. So. Ja, wie gesagt. Du Shit. Ich habe ja auch Hand. Ja, gut. Also nicht gut, aber. Ich habe ja nicht letztes Mal nachgeguckt, wie viele Munition übrig geblieben ist. Aber da ich auf jeder Balliste. Ja doch, ballistisch richtig. 1000 Schuss hatte. Da sollte noch was übrig geblieben sein. Also, hoffe ich, wenn nicht, denn schön euch gekannt zu haben. Ab nach Hause. Ab nach Hause und bauen. Und verhauen. Achso, ich brauchte ja eigentlich auch noch. War das nicht noch ein Buch, was ich brauchte? Ach nee, das habe ich ja dividiert, ne? Also, da habe ich gedacht, dass ich das brauche, aber das brauchte ich ja dann doch nicht, weil ich es nicht brauchte. So ist es. Na gut, ich könnte jetzt noch die Fässer mitnehmen, ne? Aber ich hab ja keinen Platz für Fässer. Ihr dürft nochmal stehen bleiben. Aber meine Pumpe dürfte immer noch nicht fertig sein. Das habe ich auch vergessen, wie lange diese Pumpen brauchen, um vielleicht ein oder zwei Benzin zusammenzugraben hier. Ist ja immer so. Ich glaube, pro Tag hast du zweimal nachfüllen können oder so. Aber war dann schon richtig Brechprobe. Also mit Brechen. Oh, meinte ich. Ne? Ja. Mal so nebenbei. Geh erstmal Münze weg. Nee. Ach, und da steht nicht. Mach das aus. Ich muss sparen. Strohmann. Hast du da etwa einen Strohmann gebaut? Guck mal, ja, es, da läppert sich schon was. Da. Ja. Jawohl. So, warte mal. Wie gesagt, ich brauche Steine. Steine und Mischung.
Die Mischung habe ich noch ein bisschen. Wie gesagt, ich brauchte ja die Äste für die Mischung. Und das Holz für die... Wir hier. Hier. Im Bereich. So. Also. Dafür brauchte ich... Ja, nee, dafür brauchte ich bloß sowas. Dann kann ich das hier... erstmal noch nicht nutzen. Weil ich habe ja keinen Platz. Weil ein normaler Mensch hätte jetzt ja schon ein bisschen leer gemacht, aber ja, gut. Eben ein Nasejocken muss auch reichen. Dann mache ich so. So, wie viele Strom habe ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Ach, das ist ja wieder fast voll. Das ist ja... Ich hab mir fast feucht gemacht. Ist ja alles ja kein Problem, sage ich euch. So, gut, die Steine haben wir jetzt hoch. Seid ihr bereit? Kampf Nummer 2. Geht los. Warte mal, hier war wichtig. Oh, ich habe gedacht, ich baue jetzt schon wieder ab, aber nee, ist schon richtig. Das Einzige, wo ich ein Problem sehe, ist Stoff, ne? Also Stoff habe ich ja auch nicht. Achso, jetzt habe ich das auf Eisen aufgewertet. Naja, gut. Muss ich zwar so oder so irgendwann mal, aber... Muss das ausgerechnet jetzt noch sein? Also, das ist jetzt schon mal feuersafe. Würde ich mal so sagen. Gut, hier ist ja auch nichts mehr, was brennen kann. Was brennen konnte, war weg. Schau, dass die Schränke, die Tische noch nie verbrannt sind. Ach so, deswegen. Ja gut, der Jane kommt, wäre ja so oder so dann hier reingekommen. Ist ja nicht bis daran, aber sieht auch nicht ganz dran wegen Ditte, ne? Oder? Ich versuche nochmal. Geh nochmal auf Nummer sicher. Weil das haut mich hier auch nicht hin. Man sieht es ja. Es wäre ja rübergegangen. Hinüber. Nee, das geht wirklich nicht, seht ihr? Och, ich will das jetzt auch nicht noch ein Stück. Ne? Ach Mann, ey, das kostet doch. Gut, der Strom ist ja da. Jetzt muss ich das aber dann wieder neu klemmen, Mensch. Aber diesmal lerne ich. So, warte mal. Abklemmen. 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 Krieg die Kabellage wieder. Denn badete der 8. Die ganze. Jetzt muss ich das auch noch reparieren. Na gut. Ich hatte einen Giant auf dem Dach. Was hast du erwartet? Dass das überhaupt stand, überstanden hat. Ist ja schon mal ein Wunder. Wir hatten ja auch einen Raketenangriff und so. Da kann man schon ein bisschen froh sein, war das da steht noch. Wartet mal. Strom. Und dann in diese Richtung. Gut. Also, will er anschließen. Langsam kennen wir uns ja damit aus. Und bloß keine Panik. Wir haben ja Zeit. Nicht. Also, Zeit haben wir eigentlich noch. Was soll jetzt noch passieren? Und in diesem Moment frage ich mich, warum habe ich diese Frage gestellt? So. Fehler korrigiert. So, weiter jetzt. In kann. Und weh, du passt jetzt nie dahin, Alter. Ich wollte gerade sagen. Den Weg um mir zu holen, Weg. Bretter. Ich habe keine Bretter. Es wäre netter, hätte ich Bretter. Ja, gut für das Wetter. So ein paar Bretter. So, 40 davon. So. Alter, und wie gesagt, muss ich ja den Ofen aufwerten. Ja, wie gesagt. War nie die Rede davon, dass es günstig wird.
Na gut, war angeln wird hier ganz schön duster, war. Wenn das überhaupt funktioniert. Mit Angeln, wisst ihr. Aber wir haben ja hier einen Überhang. Sieht mal, hier ist es auch denn schon grün. Seht ihr? Das ist nicht mehr weiß. Was wollen sie uns damit weiß machen? Da das ein bisschen abschüssig ist. Das ist ja total abschüssig, diese Idee. Das müsste ja dann rot anzeigen, ne? Wenn das nicht mehr. Wenn das krachend ins Wasser fällt. Oder? Die würden das doch nicht einfach so einstürzen lassen. Das würden die nie tun, oder? Naja. Kann ich noch 1-2 Meter? Aber ganz genau 1-2 Meter. Bringt nur nichts. Was fehlt mir jetzt? Bretter. Das waren meine Bretter. Ja, hier denn angeln, wa? Ist ein überdachtes Whirlpool. Also nicht mehr freies Schwimmbad, sondern das Gegenteil. Ein Hallenbad, genau. Das wollte ich gerade sagen, in dieser Sekunde ist mir das gerade nicht einig. Aber gut. Das kann ja mal passieren. So, wie gesagt. Erstmal da rein. Na gut, jetzt habe ich ja noch, aber es ist eine Strahl mit einem Sternzeit. Aber dafür könnte es auch reichen. Und schwimmen muss ich auch nicht. Ich sehe nichts. Spiel. So, der wird sich ja hier nicht durchmogeln. Hallo? Siehst du? Ey, der passt. Wir haben eine Abschlusskante. Kann das sein? Ich glaube ja. Ja. Warten Sie mal, kann ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann hier hoch. Haha. Es funktioniert. Was aber das bedeutet? Ich kann mir hier noch ein paar mehr Solarpanels bauen. Also Strom sollte nicht mehr das Problem sein. Leicht strukturmäßig, aber das ist ein anderes Ding. Echt jetzt? Gut, daran soll es nicht liegen. An dieser Fahne soll es nicht hapern. Ich kann mir eine schönere bauen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das alt beleuchten muss? Uiuiui. Ui, ui. Naja, gut, hier ist dann schon wieder zu. Und dann müsste ich hier von hier unten wieder anfangen. Wisst ihr, was mir hier fehlt? Glas. Wie nice wäre das, wenn wir hier Hansa-Glas hinbauen könnten? Das wäre doch geil, oder? Das wäre richtig nice. Warten Sie mal. Bevor ich jetzt das nächste Holz hole, werde ich schon mal die Sache ein bisschen aufwerten, wa? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe gleich ein Nagelproblem. Alter, wenn ich das alt auf Eisen aufwerte. Wie gesagt, Türen mache ich so oder so nicht hierin. In den Komplex. Das wäre mir nämlich zu komplex. Gut, ihr könnt mir jetzt mit Türen eine Falle bauen. So, dass sie mal hin und her laufen müssen. Ja, das muss ich dann per Triggerblades. Da habe ich mal irgendwo gesehen, ein ganz verrücktes Ding. Und dann laufen sie mal auf und dann müssen sie wieder zurück. Dann müssen sie wieder hin und dann wieder zurück. Und dann zack und dann bums und dann sind sie tot. Und das funktioniert auch. Ja, ich habe es gesehen. Aber das ist ein falsches Spiel. Bei The Front konnte sie so was machen. Aber wenn ihr da gehen tut, müsstet ja hier auch so was gehen. Aber hier hast du ja keine elektrischen Türen, ne? Die du hoch und runter lassen kannst. Ah ja. Aber cool wert. Also rein machbar in der Hinsicht wert denn schon, aber wenn du keine Türen hast. Quasi, dass sie immer hin und her laufen. Und sobald sie am Ende des Ganges sind, laufen sie über die Platte und machen damit die Tür zu. Und dann versuchen sie wieder rauszukommen.
Aber da müsst ihr jetzt so einstellen, dass die Tür erst nach einer Weile wieder aufgeht. Quasi die Innentür macht die andere Tür zu und die andere Tür macht die Tür auf. Und das dann immer hin und her. Es würde funktionieren. Es würde rein theoretisch funktionieren. Und wie ihr seht, sind uns nicht nur das ausgegangen, sondern auch die Steine hier. Also Nägel, Steine, Nägel, Steine, Nägel, Steine. Und Holz. Ich holz langsam nicht mehr aus. Bei der Menge, die wir brauchen. Also, ich muss ja erstmal die Steine wieder rausnehmen. Aber ich sag mal so, das sieht ja doch besser, als ich gedacht habe. Da zieht ja ganz schön durch. Steine. Probleme. Da fehlt was. Genau das. Ich werde nie so viele kriegen, wa? 40. Das ist besser als nichts, ne? Das wiederum würde bedeuten, ich müsste doch nochmal los. Aber das war uns klar, das reicht ja hier schon nicht mal für. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das genau das Ziel erreicht, was ich damit vorhabe. Der Penner soll draußen bleiben! Der große Penner! Und ich frage mich nicht, dass der hier auf ihn tut und wendet einen Krachen tut. Das wäre natürlich auch doof. Haha, ich stehe jetzt in deiner Base und mach dir jetzt alles kaputt, weil ich nicht mehr rauskomme. Das ist deine Konstruktion. Das wäre dann doof. Na gut, ich würde mal sagen, das hat auch nicht gereicht. Das heißt, ich muss wieder meine Taschen leer machen. Wir kennen uns damit aus. Naja, gut. Wie gesagt, wir brauchen ja so oder so. Also rinn damit. Und außerdem kriegt ja da auch durch Schwefel und Yummy, sprich Kautschuk. Das ist doch auch was. So, zack. Inventar wieder leer. Hat man das schmeiße ich hoch hierin, weil das ist ja die Munition. Die brauche ich jetzt eh nicht. Siehst du, ich habe so ja noch Heiler übrig. Also alle tut, alle tut, alle tut. Es geht wieder hin. Ja, wie gesagt, das dauert viel zu lange. Ich nehme mal kurz zur Sicherheitshalber auch die Axt mit, wa? Kann das sein, dass ich die, kann das sein, dass ich die, ja, die goldene habe ich verliehen. Verliehen. Ist immer toll. Ei, gut, blau ist auch nicht schlecht. Aber nicht so wie Gold. Nee, ist auch nicht. Ey, Eisenschuhe. Stimmt ja. Gleich mal austauschen. Wie da ist ja nur noch. Nee, die sind ja besser. Da sind zwei Spuren drin. Das ist eindeutig besser. Das Leder. Das Knochen. Na wohl, Knochen ist doch eigentlich besser als Leder, ne? Alter, und das hat noch vier, hat schon vier. Warten Sie mal. Da muss ich mal eine kleine Tausch machen. Einen kleinen Tausch. Da passen vier Federn drin. Ich nehme an, das ist besser. Ich nehme an, ich soll das machen, ne? Okay, ich werde das so machen. Gut. Ich mache ihn auf Rockerbraut, die sich vom Hocker haut. Was? Ne, machen wir das jetzt. Oh, alter Hals. Jetzt ist aber gut. Kleinen Moment. Ich glaube, das ist bald so weit. Zeit für eine Pause. Alter, gib mal hier. Ich wollte gerade sagen. Sind das Schürfwunden? Achso, ich muss ja erstmal aufwerten.
Ach so, da. Ich wollte jetzt gerade sagen. Das ist ein Einer-Spuler. Und das ist eine Dreier-Spuler. Nee, haut hin. So, also. Giftspuler. Und Dieren. Wo sind die anderen Spulen? Hä? Aber ich hab doch gerade. Achso, die sind ja hier schon drin. Sorry, mein Fehler. Könnte sein, dass ich das übersehen habe. Da passt noch jemand drin. Ich mit meinen Gummistiefeln. Was machen wir da drin? Noch eine Giftbar? Wegen Kotzer und so. Obwohl, nee. Die ist auch nicht schlecht. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich habe diesmal noch nicht mal mit dem Aufnehmen übertrieben. Also soweit wird gern new tun. So. Achso. Ich musste ja da raus. Ich wollte gerade sagen, hä? Bugge die Bug oder was? So, gut. Also, darin. Könnten wir nochmal. Also, das lasse ich noch drinnen. Weil wir hier genug haben, dass ich das da drin schmeißen kann. Wie gesagt, das ist mir zu wenig. Die brauche ich, die Pistole kann weg. Ich werde jetzt versuchen, da noch was zu investieren. Wir können ja nicht immer nur in Klo greifen. Es wird wieder Zeit für Glück, Mensch. Ist doch noch genug drin, Mensch. Da siehst du alle Tiere nicht. So, jetzt. Vielleicht habe ich da eh zwei Sachen übersehen. Also, kicken wir mal, ob wir Glück haben. Ja, eine Pistole. Ich sag mal so. Und jetzt will er was wir später investieren können. Und noch eine goldene Axt. Das ist eine Machete-Karabin. Aber auch gut. Die kann weg. Wie gesagt. Aber ich das machen soll. Ach, wie ist das? Scheiß drauf zum Schluss. Und? Weil ich den jetzt gekriegt. Der Tier oder was? Tja, gut. Ich hab schon mal aber goldene Tier gekriegt. Wir steigern uns nach oben. Und wie gesagt, eine Pistole habe ich auch gekriegt. Ach nee, die habe ich. Ach. Ja, gut, ist doch okay. Ist doch okay. Ich hatte eh mal Glück gehabt. Das zweite Mal habt ihr investiert. Dann habt ihr da in Klo gegriffen. Kann passieren. Achso, ist ja schon voll. Nee, dann kann ich wieder zurückpacken. Gut. Ich habe gedacht, zum Schluss noch ein bisschen Holzglück, aber nee, da war ich auf dem Holzweg. Aber das lässt sich jetzt auch wieder korrigieren, weil wir gehen ja gleich wieder Richtung Holz. Dann machen wir das fertig, ein paar Steine noch und dann ist der Zug und dann ist es gut. Wie gesagt, mit dem Strom, das wird funktionieren, Munition haben wir auch. Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich kicke jetzt nochmal schnell, warte mal. Für den Fall der Fälle. Weil wir machen das ja oben komplett zu und dann müsste er ja, wenn er oben spawnt, müsste er ja direkt oben drauf stehen. Und in diesem Fall, ja gut, der wäre so groß, dass der wahrscheinlich den erwischen tut. Na, wie gesagt, vielleicht ist das nicht die beste Wahl, die da hinzustellen. Vielleicht mache ich die da ran oder so, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ich lasse das erstmal so und dann können wir das später in der nächsten Folge, in der nächsten Horde. Nach der nächsten Horde kann ich das umstellen. Nicht so schwer. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.
Und das Öl ist fertig. Warte mal, gleich. Also wir machen gleich wirklich Feierabend. Aber erstmal einen Blick gucken. Wir wollen doch alle wissen, was wir raus haben, oder? 7 Stück? Mit 7 Stück kann ich hochfahren. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.